Hallo Leute und hallo Elden Ring Fans, es geht weiter mit einem neuen Video und zwar zu einer ganz besonderen Rüstung und ganz besonderen Waffe. Ich spreche hier von dieser Rheinfäule Rüstung, die man hier in Kaelit farmen kann. Den genauen Punkt, den zeige ich dir gleich. Wir schauen uns mal kurz die Rüstung an und was sie aussagt. Rheinfäule Rüstung. Diese Rüstung stammt von den berühmten Rittern der Rheinfäule, die während der Zertrümmerung niemals besiegt wurden. Die Ritter der Rheinfäule kämpften an Melenias Seite, obwohl ihr Fleisch mit jedem Tag unweigerlich verfaulte. Sie akzeptierten dieses Schicksal freiwillig und waren vielleicht deswegen unbesiegbar. Also eine sehr, sehr starke Rüstung mit guter Abwehr in allen Bereichen. Und diese Rüstung kann man hier sehr gut farmen in Kaelit, und zwar genau hier beim Herz von Aeonia. Und hier ist auch der Bosskampf. Vorher, bevor man also dieses Leuchtfeuer freischalten kann, musst du erst einen kleinen Boss besiegen. Der ist relativ easy. Den schaffst du definitiv. Und dann hast du hier ein neues Leuchtfeuer. Okay. Ich ziehe mal hier einen Teil aus, denn für mich ist die Rüstung etwas zu schwer. Ich spiele ja hier als Magier. Und ja, eine ganz besondere Waffe, die du hier auch looten kannst, neben dieser Rüstung, ist diese Sense hier, die Aureolensense, und die hat einen ganz besonderen Move. Sie ist also nicht nur eine normale Sense mit Nahkampf, sondern sie hat auch einen Lichtring. Miguelas Lichtring, einzigartiges Talent, beschwört Miguelas Heiligenschein und schleudert ihn vorwärts. Kann schnell hintereinander geschleudert werden. Wie das aussieht, das zeige ich dir jetzt. Und zwar genau bei dem NPC, bei dem du auch die Waffe und auch diese Rüstung hier farmen kannst. Ich selber habe die komplette Rüstung jetzt und auch die Waffe und habe dafür ungefähr 25 Mal hier vom Leuchtfeuer zum NPC gemusst. Also ein bisschen Arbeit ist es schon. Aber ich finde, es lohnt sich, besonders dann, wenn du die Waffe führen kannst. Man geht also hier vom Leuchtfeuer hier hoch und der entsprechende NPC taucht immer wieder hier auf. Man kann also ganz leicht hier hingehen, nicht weit vom Feuer entfernt. Und kloppt ihn um. Ja, jetzt ist der Vorführeffekt, hat da nichts gedroppt. Aber das ist definitiv der richtige NPC, bei dem du hier die komplette reinvolle Rüstung und diese wirklich coole Waffe farmen kannst. Ich mache es noch einmal und auch, um zu zeigen, welchen Effekt die Waffe hat. Dann kannst du für dich vielleicht besser entscheiden, ob du sie haben willst oder nicht. Also, dann lassen wir ihn mal ein bisschen auf Distanz hier. Dann wird er gleich die Waffe aktivieren. Und das ist der Move. Also ich finde es wirklich sehr cool. Und man sieht auch, er verteidigt seine Waffe ganz gut. Und wieder nichts gedroppt. Egal, also ihr könnt mir vertrauen, das ist der richtige NPC, um diese Rüstung und auch die Waffe zu bekommen. Und das soll es auch gewesen sein für dieses kurze Guide-Video. Rheinfäule Rüstung und Aureolensense. Ich sage ciao, viel Spaß weiterhin mit dem Spiel. Sollst du noch kein Abonnent sein und mehr von Elden Ring sehen wollen. In den nächsten Wochen und Monaten bleibt das hier ein großes Thema. Dann abonnier gerne kostenlos den Kanal. Dann bist du auch beim nächsten Video mit dabei. Macht's gut, bis dahin und ciao.